Ja, wir sind jetzt hier unterwegs auf unserem Trauerspaziergang, haben jetzt einmal eine Rast gemacht. Ja, was bewirkt so ein Trauerspaziergang? Die betroffenen Personen, die Trauernden, kommen durch diesen Spaziergang in Bewegung, im Fluss des Lebens. Sie schreiten praktisch mit uns durch den Wald jetzt hier. Und wir machen auf verschiedenen Ebenen eine Pause mit kleiner Symbolik. Das heißt, wir werden eine Geschichte vorlesen oder wir brennen eine Kerze an. Wir machen auch Meditation bzw. hören ein Musikstück dazu. Und das Ganze bewirkt einfach, dass der Trauernde uns erzählt über seinen Verlust, den er gemacht hat. Das kann 4, 6, 8 Wochen her sein, das können aber auch schon Jahre her sein. Es besuchen uns Menschen, die auch eine liebe Person schon vor Jahren hergeben haben müssen, die verstorben ist. Es sind Menschen dabei, die um ihren Partner trauern. Es sind auch Menschen bei uns dabei, die um ein Kind trauern oder eben auch um die Großeltern, Geschwister. Unser Trauerspaziergang soll einfach ein ganz offenes Angebot sein und bleiben. Die Personen, die zu uns kommen, die müssen sich nicht anmelden. Die Termine stehen immer in der Presse und die können einfach da sein bei uns. Und jeder wird so genommen, wie er in seiner Person ist, ob er was erzählen möchte oder nicht. Wir schenken das Ohr, die Unterstützung, eine kleine Unterstützung, will ich jetzt einmal sagen, auf dem Trauerweg, der ganz unterschiedliche Facetten haben kann. Und so besuchen uns die Menschen regelmäßig im 4-wöchigen Rhythmus bei diesem Trauerspaziergang, der immer an einem anderen Ort sein wird in Neustadt. Und ja, jeder ist herzlich willkommen, der diesen Weg mit uns gehen möchte.